Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII. So, wir sind also in der Stadt angekommen. Im Sektor 6 war es, glaube ich. Oder war es Sektor 7? Naja, auf jeden Fall sind wir hier angekommen. In dieser Stadt. Ganz kurz nochmal zeigen. Wir waren irgendwie von hier unten gekommen. Genau, hier unten war der Spielplatz. Da hatte ich mich auch gar nicht weiter umgeguckt, weil die Folge eigentlich zu Ende war. Aber ich glaube, hier unten findet man nichts weiter. Das ist zwar abgeschlossen oben, die Tür. Daran erinnere ich mich. Ansonsten findet man hier nichts. Gut. Durch das große Tor kommen wir, glaube ich, nicht. Glaub nicht, nein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt tiefer suchen. Die haben wir gesehen gehabt. So, was machst du? Hey, ihr zwei, wollt ihr euch nicht etwas ausruhen? Wir haben ein schönes Zimmer, wie wär's? Genau, wir wollten uns... Ich will mich jetzt ein bisschen mit euch hier umsehen. So, das ist ein Gasthof. Zum Übernachten. Ich glaube, hier findet man auch nichts weiter, ne? Also ich bin da immer ein bisschen, also das bin ich ehrlich gesagt, habe ich keinen Plan, wo man was findet. Also normalerweise... Huch. Wieder ging die Tür auf. Wir kommen nur nicht weiter rein. Okay. Tür geht auf, aber wir kommen nicht rein. Hier aber. Nee, und manchmal ist halt so in den Ecken ein bisschen was versteckt, habe ich von jemandem gehört. Also wurde mir gesagt, dass manchmal, wenn du an den Wänden so ein bisschen schräg vorbeigehst, sieht man das. Ganz leicht oben drüber aufblitzen, ansonsten nicht. So, was haben wir hier? Piep, piep, piep. Piep, piep. Puff. Huch. Kaputt. Gut, hier drin sieht auch nicht so aus, als wenn wir da was kriegen. Was machst du? Sind Katzen nicht großartig? Diese hier ist etwas groß. Sieht aus wie eine Glückskatze. Die müssen groß sein. So, was haben wir hier? Hier liegt was rum. Können wir aber nicht mitnehmen. Hallo. Huch! Warum sagst du nichts, wenn du da stehst? So, kaufen. Ja, so ein bisschen was könnte man hier kaufen. Würde ich aber erstmal noch nicht machen wollen. Ich möchte mir erstmal fertig in der Stadt umsehen, natürlich. So, war hier drüben nicht auch irgendwo noch was? So, auf der anderen Seite sieht es auch nicht so aus, als wenn hier noch was wäre. Also ich gucke mich wirklich ganz genau um. Hier haben wir ja den Speicherpunkt. Was sagst du? Hey Junge, du hast da aber ein hübsches Mädchen. Bring sie dem Don und du machst ein Vermögen. Ja, wir wollen sie aber nicht zu Don bringen. Bitte kommt rein. Hier gibt es garantiert einen Apothekengutschein, wenn ihr jetzt kommt. Gut, da gehen wir mal rein. Apothekengutschein. Könnte da noch für irgendwas zu gebrauchen sein. Willkommen, nehmen Sie Platz, wo es Ihnen beliebt. Hier in der Ecke. Schluck, schluck, schluck. Okay, hier ist ein freier Platz. Setzen Sie sich doch dort drüben. Setzen. Was darf ich Ihnen bringen? Koreanische Grillteller, Sushi-Teller oder das Tagesgericht. Also, im Privaten habe ich den Sushi-Teller genommen. Einfach, weil ich Sushi unglaublich gern esse. Koreanischen Grillteller, also koreanisches Essen, kenne ich bedingt. Also so zwei, drei Gerichte auf koreanische Art gekocht, kenne ich. Aber nichts, was man grillen kann. Bin ganz ehrlich. Das Tagesgericht. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Tagesgericht, ne? Einmal das Tagesgericht. Kommt sofort. Hier wird zuerst gezahlt. Das macht dann 70 Gil. Gil. Ich habe früher immer Gil gesagt, so wie es geschrieben wird. Gil. Jill soll es ja ausgesprochen werden. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Danke, einen Moment. Kochen, bruteln. Braten, servieren. Hier bitte, lassen Sie es sich schmecken. Natürlich. War okay. Danke, hier ist ein Gutschein für die Apotheke. Den kann man dort eintauschen. Wir haben keinen Gutschein mehr. Warten Sie auf das nächste Angebot. Apothekengutschein bekommen. Okay, damit können wir jetzt nämlich hier unten in den Item-Shop, das weiß ich noch, also Item-Shop nicht, aber hier so, zack, in die Apotheke halt. Ja, erschreckt sich übrigens jedes Mal. Ein Gutschein, such dir ein Mittel aus. Desinfektionsmittel, Deodorant oder ein Abführmittel. Ich nehme mal das Abführmittel. Bitteschön. Schlüsselobjekt Abführmittel. Das könnte nämlich durchaus noch zu gebrauchen sein. So. Gehen wir mal hier hoch. Hatten wir schon. Hier redet es noch einer. Es ist ein bisschen früh fürs Essen. Kommt später wieder. Okay. Was ist hier drin?
Ich suche übrigens immer noch den Waffenhändler. Wir haben schon geschlossen. Okay, schon geschlossen. Was verkauft der hier eigentlich? Weil es sieht alles sehr skurril aus. Nee. So, hier ist noch einer. Halt, erst dahin. Was soll ich nur tun? Soll ich es einfach kaufen? Ich weiß nicht was. Ach ja, stimmt, das war der Klamottenladen. Ich bin hier erst rein und dachte, was kann man denn hier kaufen? Und dann habe ich hier hinten die Schuluniform und das rosa Kleid gesehen und dachte mir, oh, okay, ein Klamottenladen. Nicht drängeln, Rüpel. Okay, die Dame möchte, dass man nicht drängelt. Willkommen, bitte lasst euch Zeit. Willkommen, bitte lasst euch Zeit. Okay. Da kann man nichts kaufen. Hier kommen wir weiter nach oben. Da gehen wir auch gleich mal hin. Dieses ganze Gerümpel muss das hier herumliegen. Das gehört alles dem Eigentümer des Waffengeschäfts. Der sammelt diesen ganzen Sachen und bewahrt sie hier auf. Du meinst den Waffenhändler, der einen Panzer in seinem Geschäft hat? Aber du hast recht, das hier ist nur Schrott. Den wird er wohl meinen. Was haben wir jetzt hier? Ach ja, hier war die Arena. Bleib doch hier. Trainier mit uns. Ich glaube, das hat deswegen gesagt. Oh je, ich habe wieder zugenommen. Ja, also hier kann man, glaube ich, nichts weiter machen. Also jetzt noch nicht, deswegen gehen wir wieder raus. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte, habe ich jetzt ganz vergessen, weil wir gleich nach oben sind. Moment. Ja, ich bin heute ein bisschen verpeilt, da schönes Wetter ist und ich den ganzen Tag draußen war bisher. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Weswegen denn? Ich mag nichts aussprechen, es ist der Laden dort unten auf der rechten Seite. Okay, gehen wir mal gucken. Ja. Der Johnny. Mann, soll ich reingehen oder nicht? Sowas macht mich völlig irre. Bin ich blöd. Hey, bist du nicht? Was? Heißt das, du willst auch? Ja, ich auch. Du bist Tifas Kindheitsfreund und du bringst eine neue Freundin an so einen Ort. Was bist denn du für ein Mensch? Es wird eiskalt davon ausgegangen, dass Tifa und Cloud zusammen sind. Kann das sein? Nee, keine Chance. Lass gut sein. Es klappt einfach nicht. Wir sind zu verschieden und mein knappes Gehalt, das funktioniert einfach nicht. Okay. Was zum Teufel, du Piep? Das ist keine Piep-Show. Ich bin beschäftigt. Pass auf, sonst gibt's gleich Ärger. So, jetzt. Willkommen! Selbst Loser wie du können hier den Traum ihres Lebens erfüllen. Suchst du auch eine Freundin? Kennst du eine Tifa? Hey, du bist aber schnell. Tifa ist unser neuestes Mädchen. Leider führt sie aber gerade ein Gespräch. Hier im Gasthaus zur Honigbiene werden die neuen Mädchen erstmals zu Don Corneos Villa gebracht. Don Corneo ist ein berühmter Amateur. Jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht nach einer Braut. Okay. Den anderen Typen da drüben kann man, glaube ich, nicht ansprechen oder keine Ahnung. Eigentlich hatte ich den angeguckt zum Quatschen. Egal. Wir kommen da nicht rein, wir müssen zum Don. Don Corneo ist ein berühmter Amateur. Amateure können meiner Meinung nach nicht berühmt sein. So, wir gehen jetzt zuerst hier rein. Das ist der Waffenladen. So, kann man mit dem hier eigentlich reden? Vorneweg. Willst du was? Ich möchte keine Klagen darüber hören, wie die Sachen aussehen. Okay. Interessiert mich ja weniger. So. Das ist nämlich der Waffenhändler. So, eine Mithril-Stange können wir uns sogar leisten, nehmen wir natürlich. Die Metallfaust können wir uns auch leisten, nehmen wir. Sturmgewehr hat er schon. Den Titanreif. Eigentlich brauche ich den Mithril-Reif, aber den können wir uns nicht leisten. Brauche ich viermal. Aber wir können ja... Moment, Menü war das hier, ne? Ja. Menü. Ausrüsten, die liebe Iris. Den Mithril-Stange. Ach ja. Haben wir eigentlich noch Objekte, die wir verkaufen können? Ordnen. Nach Typ sortiere ich die ja immer. Dann sind oben nämlich die Heilmittel, dann die MP, also Magiepunkte mit Heilmittel und dann Wiederbelebung, Gegengifte, Pipapo, was da kommt. Waffen,
Und ja, dann halt auch noch so. Also wie gesagt, ich ordne das immer nach Typ. Ihr seht's ja hier. So, ach, wir haben ein bisschen was zu verkaufen. Haben wir ja noch. So, ein bisschen mehr zu verkaufen haben wir. So, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Weg. Die beiden brauchen wir auch nicht mehr. Weg. Den brauchen wir nicht mehr. Weg. Und den brauchen wir nicht mehr. Weg. So, mal gucken, wie viel wir uns leisten können. Zwei. Da sind immerhin Cloud und Iris ausgestattet. Bam, bam, bam. Also ich bin auch ganz ehrlich. Nee. Ich bin übrigens ganz ehrlich. ich finde das schrecklich. Also ich finde es wirklich schrecklich, die Musik die ganze Zeit so. Also auf Dauer ist es echt langwierig. Besonders wenn ich überlege, wie viel Zeit jemand in dieses Spiel investieren kann. Ja. Kann ganz schön fressen. So, wir brauchen jetzt noch zwei. Haben wir einen, können wir uns, glaube ich, nee, können wir noch nicht leisten. Mist. Na gut, wir können ja noch ein paar Kämpfe austragen gehen. Eigentlich, ne? Könnten wir machen. Um ein bisschen Geld zu farmen. Da kann ich noch ein bisschen quasseln. So, Mensch, sind die Zeiten schlecht. Und dann? Ach, wirklich? Was war der hier für ein Problem? Kannst du mir einen Gefallen tun? Da ist schon den ganzen Tag jemand drin und kommt nicht mehr raus. Ich kann nicht mehr halten. Okay, der muss pipi. Der muss schon wieder so typ. Ja, bestellen kann man an der Theke. Also mein Stimmrepertoire ist übrigens gar nicht so weitläufig. Hey, hier drin ist jemand. Guck weg. Ja, es ist eklig. Was? Oh. Wir geben ihr mal das Abführmittel. Denn das haben wir als Medizin ja dabei. Wie? Du gibst mir wirklich welche? Danke. Puh, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank für deine Güte. Schlüsselobjekt. Sexy Parfüm. Also, wir haben das Abführmittel gegen das Sexy Parfüm getauscht. Und sie fühlt sich vom Abführmittel besser. Das sagt alles, oder? Nein, also... ich habe das auch im Privaten gehört. Ihr bist so schicki gelacht. Hoppla. Gut, wir gehen wieder. Wir lassen den da jetzt mal alleine. Was haben wir hier? Können wir nichts machen? Was ist das hier? Können wir auch nichts machen? Gut. So, dann haben wir das sexy Parfüm dafür gekriegt. So, jetzt haben wir es. So, hier oben. Kommen wir eigentlich hier lang? Genau, hier kommen wir nämlich auch schon lang. Hier ist aber noch nichts, ne? Nur Schmierereien. So, gehen wir mal hier rein. Hier im Übrigen seht ihr schon, ist irgendwie nicht wirklich was besetzt, aber da steht jemand. Zu dem gehen wir gleich. So, okay. Das ist das Anwesen von Don Corneo, dem mächtigsten Mann in Valmarket. Hör zu, der Don steht nicht auf Männer. Also, lass dich hier nicht wieder blicken. Hey, und du hast noch ein Schätzchen dabei. Das scheint das Anwesen des Dons zu sein. Ich sehe sie mir mal genauer an. Ich werde tiefer von dir erzählen. Nein, das kannst du nicht. Warum? Du weißt, was das für ein Ort ist, oder? Was soll ich denn sonst tun? Willst du mit reinkommen? Naja, als Mann dürfte das nicht so einfach sein. Und außerdem, wenn ich da reinplatze, gibt es viel zu viel Aufregung. So, jetzt kam Iris hier auf die gleiche Idee wie ich. Aber ich kann dich da nicht einfach allein reingehen lassen. Mann, oh Mann. So, Iris kommt hier übrigens wirklich auf die gleiche Idee wie ich. Das war echt schockierend für mich, muss ich mal ganz kurz sagen. Das war wirklich schockierend, dass wir auf die gleiche Idee kamen. Zuerst müssen wir herausfinden, ob es tiefer gut geht. Was ist denn so witzig, Iris? Cloud, warum verkleidest du dich nicht als Mädchen? Das ist die einzige Möglichkeit. Alter! Alter Verwalter. Was? Immer mit der Ruhe. Ich bringe noch eine Freundin mit. Iris, ich kann nicht. Du machst dir doch Sorgen um Tifa, stimmt's? Dann los, schnell. So, alter Verwalter, wir haben also die Aufgabe gekriegt, uns Cloud vorzunehmen und ihn zu verkleiden. Eine Runde Cosplay. Ein Klamottenladen wissen wir ja, wo der ist. Da flitzen wir mal schnell hin. Alter Verwalter.
Nee, ganz ehrlich, Leute, ich gehe erstmal trainieren. Alter Verwalter, ich gehe erstmal trainieren. Nein, ich will nur ein, zwei Kämpfe austragen, damit wir wenigstens einen weiteren Mithril-Ring uns kaufen können. Da werden vielleicht trotzdem noch ein, zwei Kämpfe kommen zum Geld sammeln. Bevor wir das Gebiet wieder verlassen. Aber ich dachte mir, es wäre vielleicht besser, wenn wir jetzt das uns vorher ausrüsten. Außerdem möchte ich mal kurz was zeigen. Denn die liebe Iris hat ja nun einen besseren Stab und hat ja vorher nur so 12, 13, 14 Schaden gemacht. Keine Sorge, sie macht immer noch nicht mehr. So, das laufende Haus. Höllenbomber. So, Cloud. Mutattacke. Jetzt macht sie statt 14 18 Schaden. 4 Punkte dazugekommen. Überlegt euch. Ganz ehrlich, wie hat sie das alleine überlebt bisher? Sie wurde von diesen Shinra-Mitarbeitern, Agenten, was auch immer, verfolgt. Und musste bisher immer alleine sich irgendwie durchschlagen. Und sie macht so wenig Schaden. So wirklich verdammt wenig Schaden. Wie hat sie das die ganze Zeit immer überlebt? Ich verstehe es durch und durch überhaupt nicht. Aber ich glaube, das habe ich mich in der letzten Folge schon aufgeregt, oder? Also mich drüber gewundert. Aufgeregt ja nicht gleich, aber drüber gewundert. So, ansonsten. Ja, bei uns ist schönes Wetter, wollte ich übrigens noch erzählen. Ne? So ganz kurz am Ende der Folge erzähle ich das mal schnell. Wir haben bei uns richtig, richtig schönes Wetter. Oh, wir können uns sogar fast zwei holen. Also wenn wir jetzt noch einen Kampf machen, können wir uns gleich zwei holen. Cool. Uns fehlen ja nur zwei. Wir haben so geiles Wetter. Ich habe den ganzen Vormittag geackert und gearbeitet draußen. Denn Fahrrad muss ja wieder fahrtauglich gemacht werden im Sommer und all so eine Scherze. Gartenarbeit, Pipapo, alles. Und es war so schönes Wetter. Es ist auch immer noch. Ich musste ehrlich gesagt die Jalousien ein Stück runter machen, damit ich meinen Computer richtig sehe, weil die Sonne genau drauf brezelt. Oh, ich ärgere mich richtig eigentlich, aber ich habe mir gesagt, heute ist Sonntag. Heute Abend möchte... Iris, du musst ihn mal heilen. Hat sie denn den Heilzauber? Ich habe gar nicht aufgepasst, ehrlich gesagt, jetzt mehr. Oh, oh. Cloud fällt. Naja, noch nicht. Jetzt ist er gefallen. Brauchen wir die Phönixfeder? Nein, da. Phönixfeder an Cloud. Naja, ich habe gerade nicht aufgepasst. Entschuldigung. So, jetzt brauchen wir von ihr aber die Heilung nochmal. Alter, geh auf Cloud. Ich komme nicht klar mit diesem System hier gerade so ein bisschen. Ja, das macht so ein bisschen doof. So, auf jeden Fall, wir haben wunderschönes Wetter. Ich habe relativ viel im Garten gemacht. Es war wunderschön. Wie gesagt, es ärgert mich ein bisschen, aber es ist Sonntag. Ich wollte die Folge raushauen. Heute auf jeden Fall möchte ich eine raushauen. Zwei kann ich aufnehmen. Die Zeit habe ich dafür, denn es ist Mittagsschlafzeit. Kind schläft bekanntlich um die Zeit. Und ich selber freue mich auch, ehrlich gesagt, riesig. Denn ich liebe Final Fantasy nach wie vor. Großer Fan, juhu. Und es ist halt wirklich... Oh, jetzt habe ich die Mutattacke eingesetzt. Na gut. Und es ist auf jeden Fall wirklich so, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich nie vorankomme und euch nicht liefern kann oder ich selber gar nicht zum Spielen komme. Gerade jetzt, wo letzten Mittwoch, ja, die Vorstellung war von Final Fantasy 15, die Premiere, oder ich weiß gar nicht, was genau es war. Ich hab's mir unbedingt angesehen. Also ich bin leider nicht bis zum Schluss, habe ich nicht bleiben können bei Rocket Beans oder so heißen die. Kannte ich ehrlich gesagt vorher nicht, bis der liebe Royal Funk bei denen war. Ich muss ganz ehrlich sagen, peinlich vielleicht für alle, die Games lieben oder so, aber ich kannte die echt nicht. Also alle, die mich jetzt verbuhen und sagen, wie kannst du die nicht kennen? Ja, ich muss nicht jeden kennen, Leute. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, jeden zu kennen. Ich kenne meine 3, 4 Favoriten, die ich gucke und gut. Und auf jeden Fall, dann habe ich die geguckt und... Leider konnte ich nicht bis Schluss bleiben, weil es einfach zu lang war und ich früh raus musste. So, jetzt haben wir die beiden auch noch gekauft. Können wir aber noch nicht anlegen, wir sind ja noch nicht mit den beiden unterwegs. Auf jeden Fall habe ich es mir dann angeguckt und ich fand einiges sehr lustig. Die Cosplayer fand ich besonders gut, für die es auch gesehen haben. Für die es nicht gesehen haben, irgendwie soll das heute nochmal laufen, oder? Bin ich mir gar nicht so sicher.
So, Moment, wir wollten jetzt uns verkleiden. Entschuldigung, ich würde gerne ein Kleid kaufen. Hm, das wird eine Weile dauern. Ist dir das in denn recht, muss da glaube ich stehen. Was gibt's für Probleme? Nun, mein Vater, der Eigentümer, hatte in letzter Zeit nicht viel zu tun. Weißt du, er näht all diese Kleider. Und wo ist dein Vater? Er sitzt vermutlich betrunken in der Kneipe. Also, heißt das, ich muss deinen Vater überreden, mir ein Kleid zu nähen? Ja, tut mir leid. Er macht so viel Ärger. Es tut mir leid. Könntest du mir helfen, ihn herzuholen? Tja, wenn ich nichts tue, bekomme ich kein Kleid, stimmt's? Wirklich? Bitte hilf meinem verrückten alten Vater. Ich weiß nicht mehr weiter. In Ordnung, wir tun was. Lass uns gehen, Cloud. Was? Was man nicht so alles tut. So, aber hier ist die Folge auch leider schon beendet. Ich gehe mal zwischenzeitlich speichern. Denn ich habe in letzter Zeit oft erlebt, dass mein Computer ein bisschen blöd macht. So, ansonsten, es freut mich, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Wart, tun, tätet. Wir machen ja gleich weiter. Und ja, machen wir gleich mal weiter hier, ne? Wir speichern und